Das ist unser täglich Brot. Jetzt mal gucken, wie Tuk Tuk das hinkriegt. Aber nicht, ja, nicht wie bei mir. Also ich habe jetzt leider nicht so viel Speicherplatz auf meinem Handy, weil das dauert richtig lange, wenn Tilo in Jange ist. Also ich breche die Sache jetzt hier ab. Ich wollte eigentlich mal dokumentieren, wie man ein Zelt abbaut. Guten Morgen. So, wie wir jetzt mittlerweile festgestellt haben, ist heute nicht Tag 9, sondern Tag 11, der 8.7. Wir haben beim Drosselhof übernachtet. War okay, würde ich aber nie wieder übernachten. Weil erstens die Boote da rauszerren und über den Deich bis hinten zum Zeltplatz dann zu schleppen, ist ein Riesenakt. Und außerdem waren die Sanitäranlagen einfach, die werden zwar gerade renoviert und da stehen halt Container, die sind auch ansonsten, die Betreiber waren nett. Das Essen war in Ordnung, ne? Das Essen hat geschmeckt, wunderlicherweise. Ja, so wie man sich das zu Hause machen würde. So. Es gibt sehr viele Tauben da und die stellen den Wecker auf um 4, glaube ich, die Tauben. Dauerkämpfer war jetzt nicht, muss man nicht haben, mehrere Tage. Also ca. 90, ich würde mal sagen 90% Dauercamper waren da. Der Rest waren dann Wohnwagen und vielleicht 2%, die mit Fahrrad oder so da zelten denn. Ja, unser Ziel ist heute Bollen, immer noch. Unser Endziel wahrscheinlich, wenn wir nicht noch irgendwie irgendwo extra Energie herkriegen. Das ist so schön heute wieder, ey. Glück gehabt. Im Grunde genommen haben wir immer Glück gehabt. Jo. Meinst du, oder ist das der Liebe? Ja, noch schön Seitenwind. Herrlich. Also ein paar Mal. Ich glaube, hier muss ich mal herpaddeln. Natürlich gegen den Strom dann, ne? Ja. Aber schön. Ja. Wenn da drüben nicht so laut wäre, perfekt. So, Achim Üsen sind wir. Die Üserbrücke ist hinter uns. Ist noch zu früh, um was zu essen, sonst wären wir da immer beim Griechen ran. Jetzt weiß ich, wo ich meine Milch immer herhole. Hier sind die Kühe glücklich.
Guck mal, Ecki, du wirst nicht glauben, wen wir getroffen haben. Die Helga. Ja, ein schöner Strand nach dem anderen. Wir werden uns gleich mal einen aussuchen und vielleicht einen Mittag kochen. Schon immer ein Einhorn. Nein, Thilo, komm jetzt. Dann die Ente. Schöne Tiere. Da kann man doch kein Fleisch mehr essen. Na?